So, hallo und herzlich willkommen bei Svenja BLP. Ja, wir sind ja, am Busbahnhof bei meiner Karte. Ja, es hat sich eigentlich schon was an der Karte getan. Nur leider gibt es hier drauf keine Ampeln. Warum auch immer. Weil diese Ampelschaltung auf dieser Karte hier einfach nicht funktionieren will. Da hatte ich auch schon bei meiner ersten Karte zum, also nicht Grundlauferweiterung, das war schon meine zweite Karte. Aber meine erste Karte halt dazu, wo ich mich getestet habe, ob ich überhaupt was zusammenfügen kann, wie alles funktioniert und so. Da habe ich das auch herausgefunden, wenn man die Karte von ganz neu anfängt, ohne eine Kreuzung, wo schon eine Ampel draufsteht, funktioniert die Ampelschaltung ist gar nicht. Also man müsste sozusagen, das werde ich euch auch noch dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen zeigen. Ich habe aber sozusagen gegenüber noch an einer Grunderweiterung wieder. Also die Map und noch eine Grundlauferweiterung. Aber erstmal hat diese Karte hier Vorrang, weil ich diese selbst gebaut habe. Das macht natürlich mehr Spaß. Und die Grundlauferweiterung, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann mit mir zusammenbauen. Ich habe schon den Bauernhof ein bisschen umgebaut. Ich werde euch natürlich dann, also ungefähr so, ja, ungefähr hier so ist der Bauernhof jetzt. Und ist nicht mehr oben, also die Straße ist hier so wie die Straße hier, also diese Bogen hier. Und hier wird dann wahrscheinlich das Bauernhofhaus drin stehen und hier noch ein paar Hütten und so. Und ja, aber erstmal, wie hat diese Karte voran? Fahrplan bräuchte ich vielleicht Hilfe. Ich werde den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Philipp LP mal fragen. Ob er mir das vielleicht macht. Oder wenn ihr es machen wollt, oder sich jemand mir helfen möchte oder so bei Kartenbau, sehr gerne. Schreibt mich einfach auf Steam an. Ich heiße Sven, um die 2. Alles zusammen und klein. Also Sven, um die 2. Und W natürlich. Und alles klein. So heiße ich auf Steam. Ja. Wenn ihr mir helfen könnt, wollt, dann schreibt mich ruhig an. Aber ihr könnt mir auch so eine Freundschaftsanfrage schicken, wenn ihr wollt. Also mir ist das egal. Dann können wir auch die jetzt 2 zusammenfahren. Weil Rüsten kann dann auch reden, was ich besser finde. So, jetzt werden wir aber erstmal an der Linie 4 weiterbauen. Hier kommt dann sowieso noch Baum hin und sowas. Das mache ich dann als privat fertig. Weil heute ist Sonntag, morgen haben wir wieder Schule. Da gehe ich nicht an den PC, weil deswegen werde ich jetzt auch erstmal ein paar Folgen aufnehmen hintereinander. Ich mich auf die Schule konzentrieren muss, weil ich bin in der 8. und werde wahrscheinlich einen qualifizierten, also höchstwahrscheinlich qualifizierten Hauptschulabschluss machen, was ich gerne machen möchte. Mein Beruf, mein Wunschberuf wäre gerne Busfahrer. Ja, ihr habt richtig gehört, Busfahrer verdienen hier, wo ich wohne, in Fulda ziemlich gut, nämlich 13 Euro die Stunde, finde ich eigentlich ziemlich gut, weil Mindestlohn ist glaube ich 8,50 und 13 Euro bekommst du in der Stunde, wenn du am Tag 4-5 Stunden fährst und das dann mal 5, dann hast du die Woche.
Und dann musst du die Woche nochmal 30 oder 31 Mal rechnen. Und dann hast du eine ordentliche Summe auf deinem Konto dann am Monatsende. Und deswegen ist es halt so mein Traumberuf, was ich das halt gerne machen würde. Schreibt ruhig mal unten in die Kommentare, was ihr gerne machen wollt als Beruf. Mich würde es sehr interessieren, weil ich kenne viele YouTuber, die machen das auch, zum Beispiel Hobbyfan. Die interessieren sich auch für ihre Abonnenten. Mache ich auch natürlich. Ich stehe immer für alles auf. Vorschläge, was weiß ich, alles. Schreibt ruhig alles unten in die Beschreibung, nicht in die Beschreibung, in die Kommentare. Sorry. Ja, ich suche hier gerade die Autobahnobjekte, weil die Nummer Linie 4 geht eher eine Autobahn. Nee, das ist. Nee, das ist es auch alles nicht. Okay, dann müssen wir wohl ein bisschen suchen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Oder das vielleicht auch nicht. Bruder, auch nicht. Auch nicht. Aber hier irgendwo war das, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Tada. Ja, das ist Bushaltestelle. Ja, hier auch nicht wirklich. Und hier auch nicht. Okay. Wir geben einfach mal hier oben Autobahn ein. Da. Ja, genau, hier ist sowas. Genau, die waren dabei. Diesen Autobahnteilen hier. Auto.